Der FAM-Ausschuss, im Bericht euphemistisch hochrangige Gruppe genannt, will mal wieder Geschlechterparität in der Politik und anderswo erzwingen. Selbstredend aber natürlich nur in den Chefetagen, niemals aber im Straßenbau, bei der Müllabfuhr oder unter Kanalarbeitern. Angesichts dessen, dass der FAM-Ausschuss sich nicht einmal selbst seiner eigenen immer wieder lauthals geforderten 50% Geschlechterquote unterwirft, 35 der 37 Mitglieder sind Frauen, zeigt einmal mehr, dass man gerade in diesem Ausschuss irrigerweise glaubt, Scheinheiligkeit ersetze Kompetenz. Aber überall sonst muss einfach die Quote her. In Deutschland wurden in einigen Bundesländern bereits Wahlgesetze entsprechend geändert, um unmittelbar von den Landesverfassungsgerichten als nichtig kassiert und vom Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit attestiert zu bekommen. Normalerweise wäre die Geschichte an dieser Stelle dann zu Ende. Aber wo kämen wir denn dahin, wenn die hier Versammelten sich auf dem hohen Ross ihrer moralischen Überlegenheit verbissen, im Sattel festkrallenden Allesbesserwisser es zuließen, sich ihre schöne, neue, auf ideologischem Schwachsinn aufgebaute Welt von verfassungsrechtlichen Grundsätzen kaputt machen zu lassen? Vorwärts immer, rückwärts nimmer, hat schon so manch anderer Scheindemokratie das Rückgrat gebrochen. Was tatsächlich hülfe, um Frauen in der Politik zu fördern, wäre, auf eklatante Fehlbesetzungen wie Frau Angela Merkel, Ursula von der Leyen, jetzt ganz neu dabei Annalena Baerbock, einfach zu verzichten. Das Ausmaß, in welchem diese Damen zur Verfestigung tradierter Rollenbilder beigetragen haben, kann das EU-Parlament mit keinem Bericht und seines derer tausend jemals wieder auffangen. Was so gesehen dann wiederum nicht ganz so schlecht wäre. Und auch heute demonstriert dieses Parlament wieder eindrucksvoll, welchen Stellenwert die Abgeordneten der Wichtigkeit dieses Parlaments und ihrer Arbeit beimessen. Von den 705 ordentlichen Abgeordneten sind exakt 13 anwesend. Vielen Dank.